Eine Weltstadt mit zwei Gesichtern. Strahlend schön am Tage. Aber nachts, wenn der Nebel steigt, wird es unheimlich in den Hafengassen. Die toten Augen von London. Ein Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace. Eine Bande nannte sich so. Blinde Hausierer, die ihre Verbrechen nur in der Nacht ausführten. Jeden Morgen entdeckt die Polizei ein neues Verbrechen. Wer ist der Tote? In allen Schlupfwinkeln der Londoner Unterwelt sucht Scotland Yard den geheimnisvollen Chef der Bande. Also pass auf, er kommt heute Abend nochmal her. Ich habe auf Sie gewartet. Sehr schmeichelhaft. Und warum? Wer plaudert, stirbt. Ich verzweifle niemand. Achtung, heiß. Sehr heiß. Hilfe! 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 Wieder mal zu spät. Aber das ist ja entsetzlich, was ich da höre, Inspektor. Jetzt sagen Sie mir, wer Sie angestiftet hat. Ich weiß noch von nichts. Die toten Augen von London. Was kann ich für Sie tun? Wo befindet sich der Schlupfwinkel des blinden Jack? Seit einem Jahr ungefähr ist er verschwunden. Dann sag der Polizei alles, was du weißt. Der blinde Jack gehorcht nur seinem Chef. Ich weiß, aber vielleicht bin ich sein Chef. Alfred Vogler inszenierte diesen atemberaubenden Kriminalfilm, bei dem jeder verdächtig ist. Flimmerfred hat wohl die Hosen voll. Ach, du grüne Neune. Eine Rialto-Produktion im Prisma Filmverleih. Immer wenn der Nebel steigt, erwachen die toten Augen von London. Laut Statistik gibt es in London pro Jahr mehr als 40 Nebelnächte. Und wer wird das Opfer dieser Nacht sein? Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein.